Hallo Leute, da bin ich wieder, MY70 am Start und wir machen uns jetzt auf in diesen Sumpf hier. Nimm mal dein Schwert, weil ich glaube, das ist vonnöten. Du hässliches Weib! Hau ihn mal hier mit. Ja! Wo ist, da ist doch noch einer. Lass ihn nicht zum Zuschlagen kommen. Oh, das war schön. Ha? Habe ich euch doch gut begrüßt mit so einem schönen Gemetzel, wenn oder? Wenn sie echt ist, muss er Spuren hinterlassen. Okay. Hast du auch ein bisschen Loot? Die sind so hässlich, ne? Guck dich die an. Ja, gut, wie dem auch sei. Ah, hier haben wir doch schon irgendwas. Komm her. Kleiner Fußabdruck. Hansi ist hier lang gekommen. Na gut, dann wollen wir mal Hansi. Wo ist denn Hansi lang gelaufen? Na super. Oh, Hansi. Was denn jetzt schon wieder? Verdammte Scheiße. Ja, Arschnasen. Boah, jetzt mettet der sich doch schon richtig gut durch, oder? Bin besser geworden. Ich meine, ich sag lieber nichts. Ihr wisst ja immer, wenn ich die große Klappe hab, fliegen. Oh, jetzt bin ich gleich wieder auf die Fresse. Also lass mal's lieber. Ja, ich denke, wir sind da ein bisschen vorwärts gekommen. Aber jetzt habe ich die Spur von Hansi verloren. Die habe ich sowieso schon verloren gehabt. So, jetzt hier nochmal lang. Ah, hier sind sie doch, Fußetappel. Hey, wo ist denn der Kleine lang gelaufen? Oh Mann. Immer tiefer in den Busch, oder? Super, ganz toll. Ich bin beeindruckt. Was denn jetzt? So. Einmal hier rauf. Ich höre was. Ich höre schon wieder was, verdammt mich. Oder sind das Frösche? Oh Gott. Warte mal. Wir nehmen mal das Pflänzchen hier mit. So. Hier irgendwo. Ah, das schaut der Bau zu sein von Hansi. Wollen wir mal reingucken? Gerhard, stell mal, was da wohl drin ist. Tu mal das Ding, das Schwert wegstecken. Du erschreckst ja das Ding hier. Hansi rufen. Hansi? Hab keine Angst. Was bist du denn? Bist du ein Booker? Ein Lutin? Ah, ein Göttling. Ihr seid selten geworden. Ich suche ein Mädchen mit aschblondem Haar. Hast du sie gesehen? Sag mir alles von Anfang an. Wo hast du sie gesehen? Was hat sie gemacht? Es ist wichtig. Warum nicht? Kennst du die Lichter, Kinder? Kennst du die Kinder von der Lichtung gut? Keine Angst. Ich tue keinem von ihnen was. Du weißt doch, was hier alles passiert, oder? Du lebst hier? Gemütlich hier. Ein guter Platz. Du weißt sicher, was so alles im Sumpf passiert. Machen Monster in der Nachbarschaft dir nichts aus? Der ist ja knuffig. Was ist ein Göttling, verdammt nochmal? Du kannst nicht sprechen? Geralt, dass dir das Was jetzt ist erst los? Auffällt. Kannst du nicht reden? Warum nicht?
Hast du die Stimme verloren? Kann ich dir irgendwie helfen? Na gut. Soll ich dir folgen? Soll ich dir folgen? Ist ja offensichtlich, man muss ja jetzt nicht noch... Ich habe wohl keine Wahl. Na prima, das ist schön, dass du da mal gleich... Super, jetzt muss ich hier dem Hansi hinterher rennen. Hansi, das ist tief im Busch hier. Tief im Sumpf, wo du mich hinführst. Ich will hier nicht sein. Hört ihr das? Oh, scheiße. Hansi, pass auf. Vorsicht. Scheiße, Gaswolke. Gaswolke. Ja. Was sagst du denn, Scheiße? Bist du bekloppt? Weißt du, was das für ein Stress ist mit dir, Geralt? So, wo ist jetzt Hansi hin? Jetzt habe ich Hansi verloren, oder? Ach, nee, da. Bleib dicht bei mir. Schau, wie er flitzt. Ist er nicht köstlich? So knuffig, der Kleine. So, die Ärmchen, wie er stemmt. Oh. Schauen wir mal. So, oh. Und jetzt? Hier also? Ich sehe mich mal um. Ist da was auf dem Sims? Etwas, das dir die Stimme zurückgibt. Na gut, Geralt, dann gucken wir mal, oder? Dann muss ich wohl hochklettern. Ja, da freust du dich, ne? Super. Okay, mal schauen hier, ob da irgendwo... Ah, hier sieht's ganz gut aus. Ja, komm. Wenn ich sage, hier sieht's gut aus, dann kannst du da hochspringen. Habien, oder? Oh nee, kommt runter hier. Ah, fall nicht runter, Geralt. Okay. Ja, ihr mit euren Federn, ne? Geralt, fall nicht runter. Ich will nicht nochmal hochlaufen. Komm her hier. Na, 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 na. So, blaues Mutagen ist gut. Blaue Mutagene sind gut, gerade für uns als Hexer. Weil wir ja viel, ich ja viel mit Zeichen Vielleicht arbeite. Hat er diese Flasche gemeint. Mhm. Okay. Oh, schaut das nicht wunderschön aus, der Sonnenuntergang? Ah. Ups. Wo ist Hansi? Oh. Na? Ah, hier. So, Hansi, hier, komm her. Hier. Flechte, Müll, Hummel, verblüfft. Ach, wie toll das klingt. Peter Pippel pflückt Prinz Proximo pudrig pfeffrige Pumperpastinaken. Fertig gefeiert? Meine Lieblingswörter. Ein Leben ohne den Klang von hanebüchenen Haubentauchern ist, als würde man durch einen Stofffetzen an Schnecken lecken. Danke dafür, edler wie auch immer. Lang mögest du leben. Warte mal, ich hab dir geholfen. Hilf du mir auch.
Du gedenkst, diesen Akt des Altruismus mit einem gemeinen Geschacher um Gefallen zu garnieren? Ja. Wie kriegt man eine Stimme in die Flasche? Wie kriegt man eine Stimme in eine Flasche? Das frage ich mich. Ich mich auch. Erst recht, da meine Stimme die Krone der Stimmen ist. Mal sanft wie ein Wildbach, mal mächtig wie ein Donnerschlag. Und seien wir ehrlich, ich rede so viel, dass drei Fässer nicht reichen würden. Da hat jemand mächtige Magie verwendet. Entweder als Streich oder als Gemeinheit. Und wie hast du deine Stimme verloren, Kleiner? Wie hast du deine Stimme verloren? Eines Morgens erwachte ich und wollte wie immer mit den Drosseln singen. Doch ach, kein Laut brachte ich heraus, obwohl ich mich abrackerte, dass mir fast die Adern platzten. Ich ging ins Dorf, weil die neue weise Frau dort angeblich Wunder wirken kann. Doch die Leute schrien, ein Wirkling und hetzten ihre Hunde auf mich. Sehe ich vielleicht aus wie ein Wirkling? Kein Stück. Eben. Also müssen es die Muhmen gewesen sein. Wer sollte mich sonst verfluchen? Eine befreundete Amsel fand meine Stimme, aber ich kam nicht ran. Hättet ihr nicht ein befreundeter Rabe die Flasche geben können? Die Raben dienen den Muhmen. Die helfen niemandem. Okay. Also, jetzt hier zu unserem Anliegen, bitteschön. Ich suche nach einer jungen Frau mit aschblondem Haar. Hast du so jemanden gesehen? Und ob? Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Ich erwachte und ging mich erleichtern, wie wunderbar es ist, bei Sonnenaufgang zu defekieren. Okay. Und plötzlich ein Rums, so laut, aber das war nicht ich. Und da ist sie, wie aus dem Nichts, jung, aschblond, ganz wie du sagst, verwundet und völlig außer Atem. Zisch ab in Richtung Kinderhütten, als wären die Muhmen hinter ihr her. Ich fluchte ihr nach, sie hatte mir den Morgen verhagelt. Aber ich hatte die Stimme verloren, da hat sie mich wohl nicht gehört. Die Frau im Dorf im Sumpf, was ist die Frau aus dem Dorf im Sumpf, wer ist das? Ich war in einem Dorf im Sumpf und traf eine Frau, die eine der Muhmen hätte sein können. Kam sie dir verwirrt vor? Total bekloppt. Puh, dann spinne ich nicht. Das ist keine der Muhmen. Sie kümmert sich um die Waisen. Behauptet, ich wäre eine Erfindung der Kinder. Ich? Ein Waisenhaus im Sumpf? Was hast du gegen den Sumpf? Ich bin schon mein ganzes Leben hier und kann ihn nur empfehlen. Ist ja gut. Ist ja gut, beruhig dich. Und die Muhmen, was ist das? Was weißt du über die Muhmen? Sie sind so alt wie dieser Wald. Grausam, rachsüchtig. Man hintergeht sie besser nicht. Und wenn es doch jemand tut? Dann kann ihn das die Stimme kosten oder das Leben, je nach ihrer Laune. Sie sind fies, aber auf ihre Weise kümmern sie sich um dieses Land und seine Leute. Es heißt, sie halten immer Wort, aber man muss aufpassen, worum man bittet. Man kann sie nur sehen und finden, wenn sie es wünschen. Doch bedenke, sie selbst sehen und hören alles, was in ihrem Sumpf vor sich geht. Okay, also zum Dorf ist sie rüber. Sie rannte also zum Waisenhaus. Dann könnten die Kinder was wissen oder die alte Frau, die für sie sorgt. Die alte Schachtel redet nicht mit Fremden. Und du bist ein Fremder. Redet sie mit dir? Ich habe meine Art, mit ihr zu sprechen. Also gut. Du hast mir geholfen und ich bin kein Flegel. Komm mit. Das freut mich. Können wir ein bisschen schneller laufen? Es wird langsam dunkel und ich habe Angst im Dunkeln. Ups. Bitte schön, Hansi. Nimm die Füße in die Hand und gib Gas, Kleiner. Ja. Renn los. Weil ich will hier nicht sein. Ich will weg hier. Eieiei. Oh. Ich höre schon wieder was. Oh, sag ich doch. Wusste ich doch. Ach, das war zu früh. Verdammt. Ich brenn hier. Hopp. Oh, das ist so ein Wasserweib, oder? Ah, du magst kein Feuer, oder? Dummes Weib. Ist da noch was?
Mein Schwert geht schon langsam wieder kaputt. Was ist denn das? Ey, das ist so gruselig. Oh, weg hier. Zurück zu Hansi. Wo ist Hansi? Warte mich. Gib mal alles her. Mein Schwert ist kaputt. Hansi? Ach, hier. Okay. Eieieiei. Sind wir noch nicht da? Ey, du führst mich doch sonst wohin, oder? Hier lag irgendwas. Blöde Blume. Ey, bring mich ja. Da ist ein Ortsschild. Ein Schnellreisepunkt. Wo sind wir hier? Okay. Hier ist also so ein Schnellreiseding. Naja, das ist schon mal etwas. Die Luft ist rein. Keine Mumie in Sicht. Ich muss der okay. Oma was vorsingen, das beruhigt sie. Na dann, du hast ja dein Stimmchen wieder. Dann schmetter mal ein paar Töne. Wenn die Sonne schlafen geht und die Lichter aus sind, kriecht der Mondschein aus dem Fenster und so sanft träumt das Kind. Du hast deine Stimme wieder. Ja, obwohl ich irgendwo eine Oktave verloren habe. Ich suche sie, wenn ich daheim bin. Göttlich. Du darfst nicht hier sein, Hansi. Hättest nicht kommen sollen. Nur ruhig, Oma. Nicht aufregen. Das bekommt ihr nicht. Ich muss zu den Blumen, die aschblonde Frau. Ja, ich muss dahin. Kannst du mich zu den Mumen führen? Vergib, Oma, aber dieser Mann muss unbedingt mit den Herrinnen sprechen. Das ist nicht erlaubt. Bitte, es ist wichtig. Er wird ganz still sein. Oma, bitte hör zu. Ich habe die kleine verirrte Jadna gefunden, oder? Genny vom Fieber geheilt. Und nichts verlangt. Nicht mal über meine gestohlene Stimme habe ich mich beklagt. Aber jetzt will ich was, Oma. Hilf dem Mann hier, sonst geht er mir Tag und Nacht auf den Geist. Sogar auf den Pott. Er sucht ein Mädchen. Und vielleicht wissen die Herrinnen, wo sie ist. Hm? Tja, wenn du es so sagst, Hansi, ich werde ihm helfen. Komm mit mir. Na gut. Danke, Hansi. Das schaut nicht gut aus, dieses Haus. Hansi ist ein guter Junge, aber die Herrinnen mögen ihn nicht. Nein, sie nennen ihn eine miese Kreatur. Wer sind die Frauen auf dem Wandteppich? Das sind die Herrinnen. Meisterinnen, hört mein demütiges Flehen. Seht einen erbärmlichen Wurm vor euch stehen. Was euch recht ist, soll jetzt geschehen. Du wagst es, uns zu stören, Weib? Das ist ja creepy. Gott. Jemand spricht durch dich? Hübsch und auch noch schlau. Wo hast du dich versteckt, Jungchen? Ja, ich wollte euch sprechen. Ich suche eine junge Frau mit aschblondem Haar. Ihr habt sie gesehen. Wo ist sie? Oh, diese Ungeduld. Vielleicht mag ihr nur aschblonde Mädchen. Sie ist wie eine Tochter für mich. Die junge Frau
Sie ist meine Ziehtochter. Wen soll das interessieren, wenn sie wohlgeformt ist? Oh, Weiber. Oh Gott, was geht hier ab? Mich. Ah, ein wunder Punkt. Er blubbert wie Bier mit frischer Hefe. Das ist doch krank, oh, oder? Genau so mag ich sie. Oh mein Gott. Was ist mit ihr geschehen? Ihr habt sie gesehen. Verschweigt mir nichts. Wie ungehobelt. Na, vielleicht ist das Messer so. Sag, wie mutig bist du? Fürchtest du die Bestien des Waldes? Dies sind harte Zeiten, Weißhaariger. Bruder kämpft gegen Bruder. Das Land schwimmt in Blut. Das Böse ist stärker als je zuvor. Eine dunkle Macht ist bei Nineveh erschienen. Sie lebt von Hass und Verachtung. Zerstöre sie, dann erzählen wir dir, was wir über die aschblonde Frau wissen. Dunkle Macht? Da braucht ihr einen Ritter oder Hexenjäger, keinen Hexer. Der Dorfälteste von Niederwirr wird dir alles erzählen. Lass dich von ihm bezahlen, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Okay. Unsere Dienerin bringt dir jetzt den Dolch. Wozu brauche ich denn? Einen Dolch? Wozu? Wenn der Dorfälteste den Dolch sieht, weiß er, dass wir dich geschickt haben und hilft dir. Na gut. Ich rede mit dem Dorfältesten, aber versprechen kann ich nichts. Los, Weib, gib dem jungen Mann den Dolch. Und du, Weißhaariger, kehre erst zurück, wenn du die Aufgabe erfüllt hast. Oh Mann, was für ein Stress hier. Mach dies, mach das, mach jenes. Ja, Herrin, sofort. Bin unterwegs. Dolch, ich muss den Dolch holen. Jetzt ist die ja noch verwirrter als vorher, oder? Hier, der Dolch. Die Herrin sagen, ich soll ihn dir geben, den Dolch. Leg den Lohn des Dorfältesten auf den Stein. Steinblank, steinglatt, steinweiß, steinhört. Okay. Das ist ja hier echt creepy. Das ist krank hier. Die geht halt nichts viel raus hier. Wir brauchen erstmal einen Rüstungsschmied. Schau dir mal unsere Rüstung an. Oh. Alle Kinder schlafen tief, träumen schön. Hansi, singen kannst du aber nicht, ne? Ich will dich nicht beleidigen. Ey Leute, es ist mitten in der Nacht, geht ins Bett. Was macht ihr denn hier? Wahnsinn, hier geht's zu. Hast du noch was zu sagen, Hansi? Zwischen zwei Zwetschgenzweigen sitzen zwei zwitschernde Schwalben. Ha! Okay, alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und dann beim nächsten Mal, nee, wir brauchen erst einen Rüstungsschmied, also da kann jetzt kommen, was will. Die Herrinnen des Waldes, sprich mit dem Dorfältesten in Niederwirr über das Problem, okay. Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben erstmal bei dieser einen Quest und machen die fertig, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt da anfange und da anfange und da anfange, das ist ja absoluter Blödsinn. Da machen wir jetzt erstmal dieses Ding hier fertig. Und in Niederwirr, glaube ich, waren wir sogar und schon. Und da war doch eine Schmiede, oder? Hier waren wir doch schon mal. Nee, da gab es überhaupt nichts. Verdammte Scheiße. Oh Mann, da gab es überhaupt nichts. Aber wir haben einen Schnellreisepunkt dahin. Wir waren also da schon mal. Wir können also gepflegt irgendwo hin, wo ich was reparieren kann. Irgendwo. Ja, das mache ich das nächste Mal, bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns hier in Niederwirr. An dem Schild stehe ich dann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Eure Emeril70. Bye, bye.